Leute, hallo zusammen zum letzten Video, zur letzten Folge hier aus der F1 20 Renault-Karriere. Heute zum großen Preis von Abu Dhabi. Runde 22 steht an und tatsächlich auch die WM-Entscheidung um den Titel beim letzten Rennen. Und bevor wir gleich hier reinstarten in dieses letzte Video, muss ich einfach nochmal betonen, dass mir dieses Spiel so unfassbar viel Spaß macht. Allein diese Saison 22 Rennen, der Grip ist so unfassbar, die Kämpfe mit der KI sind für dieses Spiel, für F1 20 immens gut, wenn man mal das mit dem aktuellen Spiel vergleicht. Das ist einfach ein Traum tatsächlich. Und ich glaube, ihr habt das auch gefeiert, die ganze Saison, auch wenn natürlich das Ding ein altes Spiel ist. Es hat natürlich auch seine Schwächen, aber allein vom Fahrspaß, auch gegen die KI, war diese Saison einfach richtig Bombe, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und hier haben wir die fast finale Rangliste in dieser F1 20 Saison. Wir sind 15 Punkte hinter Lewis Hamilton beim letzten Rennen. Und ich habe mal nachgerechnet, in den Rennen, wo wir einige Benzin-Fails uns leider erlaubt haben, haben wir ganze 12 Punkte verloren in der WM. Das heißt, wir wären fast auf Augenhöhe, wenn das nicht passiert wäre. Okay, wir hatten noch einen Frankreich-Grand Prix, da haben wir keinen Punkt geholt, da hatten wir einen richtig harten Crash. Aber auch Lewis Hamilton ist ja ganze zweimal bisher ausgefallen. Das heißt, Lewis Hamilton war trotzdem der eindeutig stabilere Fahrer, deutlich besser. Und von dem her, wir gehen mal ohne große Hoffnungen auf einen Titel jetzt einfach mal rein ins letzte Rennen. Wir schauen vielleicht noch kurz die F&E an. Wir sind aktuell insgesamt das drittstärkste Team von der Entwicklung, wobei man eigentlich sagen muss, rein von der Performance hat man ja im letzten Rennen gesehen. Der Renault ist das schnellste Auto im Feld. Rein speedtechnisch, kurventechnisch haben wir da richtig stark entwickelt. Und wir spulen jetzt mal weiter und wir haben ja noch ein Upgrade, was ankommt, und dann geht's auch schon rein zum großen Preis. Wir überspringen die Tage und spulen mal weiter. Bremsbelagmaterial kommt an, wird eingebaut. Und voller Hoffnung auf das WM-Wunder gehen wir jetzt rein zum Rennwochenende nach Abu Dhabi. Ohne Umwege geht's auch direkt rein ins Qualifying bei Runde 22, noch auf dem alten Layout, der alte Kurs, mit ein paar Kurven mehr. Der war ja noch ein bisschen schwieriger zu fahren tatsächlich. Wir sind direkt drin im Qualifying, gehen jetzt schon auf den letzten Versuch. Haben Bottas im Nacken, Hamilton legt vor. Und wir sind aktuell noch nicht gut positioniert. Aber jetzt nochmal einmal volle Konzentration für diese letzte Runde. Let's go. Bottas darf da keinen Windschatten kriegen. Oh, gerade noch so. Vollgas durchgekommen. War, glaube ich, noch innerhalb der weißen Linie. Ein Zehntel. Zwei Zehntel, drei Zehntel. Gut erwischt, die Herpin. Gut erwischt, aber es fehlen noch einige Zehntel auf der Runde, um da in der ersten Startreihe zu stehen. Und der Himmel sieht echt aus, wie wenn es gleich regnen würde. Richtig bewölkt haben wir es. Einmal auch mal hochschalten. Dritter Gang nicht über den Körper. Schön rauskommen. Jawohl, sehr schön. Dieses Mal ohne Wheelspin irgendwie durch. Halbe Sekunde in diesem Versuch. So, jawohl. Lila, letzter Sektor. Mittelsektor. Auch da wieder ein bisschen den Apex verpasst. Komm, rein in die letzten paar Kurven. Ah, nicht optimal. Was macht Hamilton? Latifi voraus. 6 Zehntel sind es am Ende nochmal. Was hier noch drin ist. Daniel Ricciardo holt sich die Pole ganz, ganz eindeutig vor Lewis Hamilton. Eine halbe Sekunde, und das zeigt, wie stark der Renault hier ist. Und alle drei Runden haben leider nicht so richtig gut gepasst. Da hätte noch so viel gefehlt. Also es wird wieder ein echt hartes Rennen auf dem alten Layout, was echt schwierig zu fahren ist im Vergleich zur neuen Strecke. Lewis Hamilton startet halt von der 2. Mal schauen, vielleicht bekommt er noch eine Strafe. Also es wird ganz, ganz schwer hier irgendwie den Titel einzufahren. Da muss Hamilton schon richtig wieder patzen. Aber wir lassen uns überraschen. Das letzte Rennen steht an. Wir gehen rein. Und wir starten rein zum Renntag, wo Lewis Hamilton einfach nur ankommen muss, um den Titel zu holen. Zum letzten Mal in diesem Jahr sitze ich mit Stefan Römer in der Kommentatorenbox. Ja, die Winterpause steht wieder vor der Tür und viele der Teams sind in Gedanken schon bei der nächsten Saison. Aber wir sind hier noch nicht ganz fertig. Es gibt immer noch Meisterschaftsplätze, die noch nicht entschieden sind und einen großen Unterschied machen können, was das Preisgeld angeht. Das heißt, niemand wird hier vorzeitig den Fuß vom Gas nehmen.
Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Lando Norris ist eine super Runde gefahren und startet von der Pole Position. Und Günther macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Bottas, Hamilton, Sebastian Vettel und Ricciardo. Er hat eine Gridstrafe erhalten. Perez, Giovinazzi, Sainz und Max Verstappen. Stroll, Magnussen, Pierre Gasly und Leclerc. Russell, Raikkonen, Dani Quert und Nicolas Latifi. Albon und Romain Grosjean befindet sich am Ende der Startaufstellung. We're still in with a shot at the driver's title. It's down to this. Now go out there and come back a champion. Wie viele Strafen gab es jetzt gerade? Ich dachte gerade, dass Daniel Ricciardo hier vorne mit dem gelben Renault auf der 1 steht. Dabei stehen wir jetzt in der ersten Startreihe, weil es so viele Strafen gab. Auch Lewis Hamilton und auch der Teammate mit der Strafe beim letzten Rennen. Und wir haben die Strafe ja schon in Mexiko mit den Teileumbau gemacht. Das heißt, wir haben tatsächlich wieder die Chance, das Rennen zu gewinnen. Wir nehmen 30 Runden mit 2 Runden plus, ist mit den neuen Teilen auf jeden Fall nicht zu wenig. Das sollte easy reichen. Und dann müssen wir gegen Lando Norris jetzt hier den Start gewinnen, von Platz 2. Das letzte Rennen in dieser absolut genialen F1-20-Saison. Let's go. Alles aus. Drehen direkt auf. Maximum Power, haben ganz okayen Start. Hamilton ist da direkt schon nebendran. Und Bottas, Hamilton und Bottas. Norris ist gut weggekommen. Oh, da müssen wir noch mal kurz zumachen. Bottas bleibt vor Hamilton. Oh, aber die Mercedes, richtig krass, ein Überschuss. Was ist mit Bottas los? Macht richtig Druck direkt. Hamilton bleibt aber erstmal auf der 4. Norris hat den Start gewonnen. Hat das gut gemacht vorne. Von der Pole. Aber wir müssen tatsächlich echt ein bisschen draufdrücken jetzt. Wir müssen schauen, dass wir da von Bottas wegkommen. Norris müssen wir auf jeden Fall packen. Ich glaube auch, dass wir den McLaren auf jeden Fall schaffen, dass wir den kriegen können. Und Hamilton, dem reicht natürlich auch ein 4. Platz, um da die WM zu gewinnen. Vettel jetzt auf der 5. Beide Mercedes direkt im Nacken. Wo ist Daniel Ricciardo? Schützenhilfe wäre gar nicht so schlecht, wenn wir da Unterstützung kriegen. Norris, der wittert hier seinen ersten Sieg in dieser Saison. Wir müssen da einfach dranbleiben. Eine Sekunde schon. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Wir sind nah genug dran jetzt hinter Norris, wenn wir das Auto nicht wegschmeißen. Es wäre natürlich schlecht, direkt das Auto zu verlieren jetzt hier in Runde 3. Und wir können uns da reinklemmen ins DRS. Haben aber beide Mercedes direkt im Heck. Daniel Ricciardo ist schon 5. Er hat sich vorgearbeitet. So, und jetzt geht's ab. Norris sollte da keine Chance haben. Hat er aber. Er hat echt ordentlich Topspeed. Hat da richtig viel Topspeed. Auf der Geraden. Noch ein Versuch. Let's go. Wir drehen nochmal voll auf. Das reicht nicht. Mit RS, DRS reicht es nicht gegen Norris. Auf der Geraden zumindest noch nicht. Bottas 7 Zehntel weg. Also die beiden Mercedes, sie müssen eigentlich nur warten. Sind beide da, hängen sich da rein. Und Ricciardo könnte noch die Überraschung sein. Er war ja im Qualifying mit Abstand der Schnellste. Reicht es dieses Mal? Nochmal ein Versuch jetzt auf der Geraden. Also, dass wir das Rennen gewinnen müssen, ist ja sowieso klar. Aber selbst dann wird Hamilton Weltmeister mit einem 4. Platz. Also, er müsste eigentlich schon ausscheiden. Das wäre das Wunder von Abu Dhabi, wenn das passiert. Glauben wir mal noch nicht dran. Schalten kurz nochmal runter auf Mager, dass der Motor nicht zu warm wird. Und dann können wir Gas geben auf der Geraden. Let's go, komm. Dieses Mal klappt's. Bisschen noch sparen. Und dann raus aus der Hairpin und dann vorbei am McLaren. Jetzt sind wir nah dran. Und wie nah. Let's go. Bottas hinterher. Das müsste jetzt reichen mit Windschatten. Boah, das wird trotzdem knapp. Das wird trotzdem knapp. Norris verteidigt. Wir gehen ganz innen rein. Ah, vielleicht falsche Seite. Das war die falsche Seite. Norris macht aber schön Platz.
Macht da nicht komplette Linie zu. Macht da ein bisschen Platz, dass wir da innen durch können. Und jetzt können wir außen angreifen. Sehr, sehr guter Fight. Auch von Norris ein bisschen verbremst in die Kurve rein. Aber jetzt sind wir vorn. Können wir noch mal ein bisschen runterdrehen. Sehr stark, sehr gut. Von Platz 5 im Qualifying direkt, jetzt in Runde 4 auf der 1. Und Norris geht da nochmal innen rein. Da haben wir ein bisschen früh gebremst. War eine kleine Berührung. Und jetzt müssen wir schauen, ob wir da irgendwie wegkommen vom Feld. Norris ist direkt reingefahren zum Boxenstopp. Fährt jetzt wieder raus aus der Box. Macht den frühen Stopp. Dadurch schließt Ricardo auf. Ricardo jetzt auf der 4, Hamilton auf der 3. Das heißt, wenn wir jetzt Norris covern, dass Norris jetzt hier nicht den Undercut macht, dann müssen wir jetzt eigentlich in die Box kommen. Was sagen die Reifen? 31% schon in Runde 5. Das ist schon ordentlich. Aber interessant, dass Norris so früh an die Box geht. Wahrscheinlich hat er sich da doch den Flügel kaputt gefahren. Dadurch, dass wir da so früh auf der Bremse gestanden sind hier in der Kurve. Schätzungsweise war das der Flügel. Die Mercedes sind so brutal schnell auf der Strecke wieder. Also der Renault hat jetzt nicht den krassen Vorteil. Vielleicht sind wir auch einfach nur zu langsam gerade an der Spitze. Oh, knapp. So, ein Mercedes kommt auch rein. Bottas direkt im Heck. Direkt dahinter. Ricardo fährt durch. Ricardo kann sich jetzt Hamilton schnappen. Ricardo ist sehr, sehr schnell unterwegs. Ricardo auch schon im Qualifying sehr stark. Vermutlich wird Ricardo auch aufs Podium fahren, wenn er so weitermacht. Und mal schauen, was hat Bottas? Ja, hat auch die Medium. Nein, Bottas hat die Soft genommen. Bottas mit den Softreifen. Oh, oh, oh. Bottas nochmal Soft. Das heißt, wir müssten vielleicht dann beim nächsten Stop nochmal die Soft nehmen. Wir haben jetzt Grosjean vor der Nase. Mal wieder ein Haas, der uns blockiert. Gegen Bottas. Boah, Bottas, der wird so viel schneller sein jetzt. Wir haben das DRS jetzt erstmal. Schalten hoch. Am Haas geht's vorbei. Kommt Bottas auch direkt vorbei? Nee. Bottas bleibt noch dahinter. Wo kommen wir wieder raus? Wir gehen nochmal einige Plätze vor. Ricardo, Hamilton auch mit den Soft-Reifen. Hamilton auch jetzt auf den Soft. Aber wir sind vor Hamilton. Vor Hamilton. Hamilton jetzt direkt dahinter mit den Softreifen. Andere Strategie. Entgegengesetzte Strategie von Hamilton. Gasly jetzt voraus, dann Magnussen. Hamilton drückt so krass. Hamilton drückt so krass. Ich weiß nicht, was wir da tun sollen. Oh, der fährt auch fast hinten rein. Wir müssen irgendwo wieder ein bisschen Sprit sparen. Daniel Ricciardo. Direkt dahinter. Die nächsten Boxenstops stehen an. Nochmal geht es ein paar Plätze vor. Bottas jetzt mit der schnellsten Runde. Also Renault ist nicht so stark hier auf der Strecke. Nicht so stark wie schon in Brasilien. Brasilien war deutlich besser von der Performance des Autos. Wir müssen fast auf Fett bleiben jetzt erstmal. Hamilton wird gleich vorbeigehen im BRS. Sonst, wenn wir hier nicht auf Fett bleiben, geht er vorbei. Hamilton macht den Flügel auf. Wir gehen rüber. Wir gehen rüber. Hamilton außen. Und Ricardo kommt da fast vorbei. Ricardo jetzt im Windschatten von Hamilton. Wären wir immer noch auf Platz 3, sind es waren noch nicht alle in der Box. Schalten nochmal runter, Hamilton bremst sich rein. Komm, Ricardo muss ihn schnappen. Ricardo muss sich ihn irgendwie schnappen. Wow! Wie spät die KI da bremst. Insane. Also bei diesem Rennen ultra unter Druck. Natürlich hat Hamilton die schnelleren Reifen drauf.
kann deutlich später bremsen. Wir können da Hamilton ein bisschen aufhalten. Jetzt werden wir auf jeden Fall die Führung zurückholen dadurch. Bottas. Bottas nochmal beim Boxenstopp? Nee, Hamilton bei Boxenstopp. Was Hamilton bei Boxenstopp? Hamilton direkt in der Box? Warum? Hat sich doch gerade erst die Soft geholt. Hatte er dann... Gab's da einen Kontakt? Gab's da einen Kontakt in der schnellen Rechtskurve? Jetzt müssen wir mal schauen, dass da Ricardo nicht vorbeikommt. Ricardo mit dem überkrassen Überschuss. Holt sich jetzt erstmal die Führung. Also Ricardo ist natürlich der deutlich schnellere Fahrer. Aktuell auch auf den Softreifen. Oh Junge, was passiert hier? Was passiert hier in diesem Finale? Wir sind in Runde 13 und wir müssen jetzt natürlich schauen, dass wir irgendwie drin bleiben im DRS von Ricardo. Sonst fährt der uns davon. Das wäre nicht so schön gegen Bottas, weil Bottas hat das DRS aktuell wieder nicht gut rausgekommen. Ja, Ricardo ist zu weit weg. Ricardo ist aktuell zu weit weg. Wir müssen nochmal ordentlich drauf drücken, um hier ins DRS reinzufahren. Vettel vierter, Norris jetzt fünfter. Und Hamilton hatte tatsächlich einfach einen Flügeltausch. Musste anscheinend den Flügel wechseln. Das wäre krank, wenn es die WM-Entscheidung wäre. Wenn es das am Ende ist, dass Hamilton hinten drauf fährt, kleines bisschen zu aggressiv. Er hätte einfach nur runterfahren müssen, das Rennen. Einfach nur ganz entspannt den vierten oder dritten Platz holen und dann wäre er Weltmeister gewesen. Jetzt ist hier richtig die Spannung drin. Die Frage ist, ob Hamilton jetzt auf den Hardreifen ist. Wenn es natürlich ein Safety Car gibt, dann hilft es Hamilton. Wenn es keins gibt, dann hat Hamilton hier ein riesengroßes Problem. Dann verliert er eventuell durch diese waghalsige Divebomb die WM. Das wäre krank. Das hatte ich so nicht auf dem Schirm irgendwie. Der Renault fährt wieder in einer eigenen Liga. Mal wieder. Wir sind noch dichter dran als die Runde davor an Ricardo. Was sagt Benzin? Benzin sagt immer noch gut. Immer noch optimaler Verbrauch. Pace is good. Statusreport. You're sat in P2. That's Daniel ahead. Less than a second separate you. They're on old softs. Bottas behind. The gap to the car behind is 4.2 seconds. They're on old softs. Your pit window opens next lap. 13 laps to go. So, jetzt ist Ricardo drin. Daniel's in for his stop. Der wird jetzt auf die Medium gehen. Push now. Bottas auch in der Box. Und ich denke, dass wir das gleich machen wie die KI. Und einfach dann nochmal auf die Soft gehen. Das heißt, wir werden jetzt doch einen langen Stint fahren. Was sagen die Reifen? 27%, das geht noch easy klar. Das sollte noch gehen. Also Ricardo hat jetzt uns einige Runden richtig gezogen. Bottas war über 4 Sekunden schon weg, fast 5 Sekunden. Und Hamilton ist da mitten im Feld noch drin. Vettel jetzt auch bei Boxenstopp. Vettel war auf Platz 2, fällt jetzt zurück wieder. Dadurch ist Daniel wieder auf der 2. Leclerc auf der 3. Ganz, ganz seltsame Positionen jetzt. Leclerc auch beim Boxenstopp. Das heißt, Bottas geht nochmal einen Platz vor. Aber Bottas... Nein, Hamilton ist nochmal an der Box. Hamilton auch nochmal an der Box. Also, da ist auf jeden Fall nochmal ein Mercedes in der Box. Warum auch immer. Bottas ist es nicht. Das ist Hamilton. Hamilton ist nochmal drin. Warum auch immer. Wir verlieren Zeit. Leute, wir verlieren Zeit auf Ricardo. Wir müssen jetzt reingehen. Wir müssen jetzt die Soft abholen. Nochmal einmal diese Runde pushen, dann rein. Was hat Mercedes in diesem Rennen angestellt, dass sie Hamilton nochmal reinholen müssen? So, nochmal abbremsen. Ganz vorsichtig. Keine Zeitstrafe riskieren. Wir sind beim letzten Boxenstopp. Der Titel ist, denke ich, noch drin. Wo zum Geier ist Hamilton? Warum ist Hamilton schon wieder hinten im Feld? Ricardo geht durch. Ricardo durch.
Ricciardo mit einem riesen Vorsprung. Bottas hinter Perez. Perez auf der 3. Und die Jagd beginnt. Die Jagd auf den eigenen Teamkollegen, der sonst dieses Rennen easy gewinnen wird, ist eröffnet mit den Softreifen. Let's go, 5 Sekunden. Perez jetzt beim Boxenstopp und auch Giovinazzi beim Boxenstopp. Bottas geht dadurch weiter vor. Wo kommt Hamilton raus? Wir sind erst 4 Sekunden. Eine Sekunde haben wir jetzt schon dem Teammate abgenommen. Mit den Softreifen. Wie viel Sprit noch? Wir haben noch ein bisschen Sprit. Ein bisschen Überschuss ist noch da. Hamilton hängt immer noch im Feld. Hamilton wird jetzt aber einige Plätze gut machen. Aber kommt er rein in die Top 10? Krank ist das spannend. Hätte nicht gedacht, dass es nochmal so spannend wird um die WM. Krass. Und es sind noch 7 Runden Spannung jetzt. Bottas 7 Sekunden hinten. Leute, wir gehen rein in Runde 24. Ja, Chef. Chef sagt, wir sollen Sprit sparen. Aber wir müssen jetzt erstmal reinfahren. Reinfahren ins DRS-Fenster von Ricciardo. Bottas 11 Sekunden weg. Aber wir sind jetzt gleich drin. Wir sind gleich drin. Jawohl, wir sind drin. Im DRS. Junge. Aufregung pur. Wir schalten nochmal ganz kurz hoch, um drin zu bleiben. Jawohl, DRS ist da. Wir schalten auf Standard. Wir werden jetzt die Batterie laden. Hamilton, der wird aufgehalten von einem Haas. Hamilton wieder im Verkehr. Wann machen wir es? Wann machen wir es gegen Daniel Ricciardo? Junge, ist das krank? Ist das krank spannend, das letzte Rennen? Können wir vorbei? Wie viele Reserven hat Ricciardo noch? Das Gute ist, wir können jetzt wirklich uns dranhängen, den richtigen Moment uns aussuchen. In einer der letzten Runden werden wir es machen. Wenn die Batterie voll geladen ist. Und dann wird es wieder ein Doppelpodium. Für Renault ist das krank, Mann. Wenn wir jetzt einfach nur keinen Fehler mehr machen, es darf kein Fehler mehr passieren. Ein Fehler und die WM ist weg. So, jetzt kommt gleich die Attacke im DRS. Mit den besseren Reifen noch, die schon relativ runter sind. Aber jetzt sind wir ganz nah dran. Ganz nah dran für die Führung. Können wir hier schon fast vorbeigehen. Und Ricciardo hat hier schon Probleme beim Rausbeschleunigen. Fett, auf Fett. Da sind wir direkt am Heck. Let's go. Wir scheren aus, aber er ist brutal schnell auf der Geraden. Let's go, Runde 27. Wir übernehmen die Führung. Perfekt getimt. Perfekt getimt. Jetzt müssen wir aufpassen. Ricciardo hat jetzt das DRS. Nochmal hochschalten. Wie viel RS hat er noch? Es war strategischer Platztausch. Ich weiß nicht, ob es da einen Teamcall gab. Es war auf jeden Fall top so. Es war perfekt so. Jetzt haben wir dann noch eine Runde zu gehen. Junge, wo ist Hamilton? Junge, wo ist er? Verstappen jetzt auf der 4. Hier eine Runde vor Schluss die Führung übernommen. Da, und Hamilton ist ganz nah dran. Geht Hamilton jetzt vorbei? Geht Hamilton jetzt auf der langen Geraden vorbei und holt sich die nötigen Punkte noch? Wir holen uns auf jeden Fall den Sieg. Ganz knapp vor Daniel Ricciardo. Das ist schon mal klar. Aber werden wir die WM gewinnen? Das ist, wenn wir über die Linie fahren, ist es nicht klar. Ich glaube, es ist nicht klar, wenn wir über die Linie fahren, ob wir die WM haben. Es kommt jetzt ganz darauf an, ob jetzt Hamilton auf der letzten Geraden noch einen Platz macht. Fantastic drive. And it means your driver's world champion. What a result. Enjoy it. Jetzt können die Feierlichkeiten beginnen. Selten war es. Nein! Was? Aber jeder Rennfahrer wird Ihnen versichern können, dass es alles. Was hat Hamilton gemacht in diesem Rennen? Er verschenkt den WM-Titel an uns. Ich pack's gar nicht. Wahnsinn. Ich kann's gerade nicht glauben, was. Sag mir, Stefan, wie konnten Sie diesen Sieg erringen? Nee, es ist tatsächlich. Wir sind Weltmeister! Die ganze Saison führt Lewis Hamilton an. Und dann macht er zweimal die zwei letzten Rennen. Zwei richtig harte Fails. Mit einem Ausfall und einem Boxenstopp zu viel. Hängt im Feld und schenkt uns. Günther übernimmt die Führung in der Fahrermeisterschaft. Ein nicht schaffbarer
WM-Titel ist plötzlich in Erfüllung gegangen. Das Wunder von Abu Dhabi. Und ich glaube, das war auch eine entscheidende Szene, wo er sich den Flügel, denke ich, abgefahren hat. Und dann hinten im Feld ist nochmal was passiert mit Hamilton. Und das müssen wir uns, glaube ich, nochmal anschauen, sonst lässt es mir jetzt keine Ruhe. Wir schauen uns jetzt nochmal an, wie Lewis Hamilton diesen Titel verlieren konnte. Wir gehen zur entscheidenden Szene hier in Abu Dhabi. Ähnlich wie gegen Norris, wo Norris da ein bisschen zu aggressiv war. In der Kurve hat es auch Lewis Hamilton erwischt. Komischerweise ist Tag hier in der Wiederholung, aber völlig egal. Wir spulen. Lewis Hamilton nimmt Schwung, will hier vorbeigehen, muss eigentlich kein Risiko eingehen. Da bremst er ab, verbremsen uns tatsächlich auch noch in die Kurve rein. Und Hamilton will da innen reinstechen und haut sich den Flügel weg. Das war die erste entscheidende Szene. Wir gehen weiter vor dem Rennen. Lewis Hamilton wird aufgehalten von einem Haas, der ihn rundenlang nicht vorbeilässt. Und er verliert so viel Zeit. Hamilton war ja dann auf den Softreifen und genau das war das Problem. Er ist ja gleich nach den Soft nochmal auf die Softreifen gegangen, um dann auf die Mediumreifen zu wechseln. Und das war der Fehler, weil er mit den Medium-Reifen dann richtig im Feld gehangen ist. Hinter allen anderen, auch mit den Medium. Und das auf Platz 13 oder 14. Und das ist dann natürlich richtig schwer, da wieder vorzufahren mit den Medium-Reifen. Muss dann das Rennen natürlich mit dem Medium auch zu Ende fahren. Und da ist dann halt kein Vorbeikommen mehr mit den Reifen. Zumindest nicht für Lewis Hamilton hier mitten im Feld. Und da kommt die ganze Meute vorbei und Hamilton kommt da mittendrin raus. 11 Punkte am Ende dieser Saison. Und Konstrukteure sieht immer noch gleich aus, immer noch Zweiter mit Renault. Mercedes hat trotzdem alles richtig gemacht mit dem Konstrukteurstitel. Ricardo wird tatsächlich auch Vierter in der WM. Wir gehen mal kurz runter. Es gibt noch eine kleine Veränderung mit Carlos Sainz und Perez. Wahnsinn, was für eine spaßige Saison war das denn. Richtig, richtig toll einfach. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ein tolles Spiel, einfach ein tolles Spiel. Und ja, wer weiß, was als nächstes ansteht. Das nächste Projekt vielleicht. Eine nächste Karriere mit einem nächsten Karriereprojekt. Mal schauen. Macht's gut, das war's mit dieser Videoreihe. Haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.